Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, heute geht es wieder um Autocontent. Das heißt, wir haben hier heute wieder eine saftige und ordentliche Assi-Runde mit dem BMW E60 heute. Wenn du auch dabei sein willst und du willst auch mit mir eine Assi-Runde machen und du hast ein geiles Auto, dann lass mich das doch gerne wissen. Schreib mir auf Instagram und dann kannst du vielleicht auch dabei sein. Dann machen wir eine Assi-Runde mit deinem Auto und zeigst, was dein Auto drauf hat. Natürlich heute wieder mit dabei, mein Bruder. Was geht, was geht, was geht? Was geht, Leute? So, Leute, wundert euch nicht. Wir sind wieder mit seinem Auto unterwegs. Ja, diesmal ist das nicht der E93. Leute, checkt das letzte Video mal ab. Ich markiere das hier irgendwo oben. Da haben wir auch schon eine Assi-Runde mit dem gemacht, mit seinem E93. Der hat kein M-Paket, also der ist wirklich komplett Standard. Die Nieren habe ich ihm gegeben, die Angel Eyes habe ich ihm direkt gegeben, weil ich habe gesagt, das muss Dreck sein. Wir müssen Dreck machen. Auf jeden Fall, Freunde, so wie der gerade auch steht, finde ich ihn trotzdem richtig sexy. Da wird auf jeden Fall noch viel gemacht. Wie gesagt, ich nehme euch da auch wieder natürlich mit. Und ja, die Farbe ist auch sehr killer. Felgen gefallen mir, muss aber auf jeden Fall tiefer sein. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, was das für eine Maschine ist. Das halte ich mal geheim. Was denkt ihr, was das für eine Maschine ist? Schreibt das mal in die Kommentare. Mal gucken, was der ein oder andere sagt. Wird mich mal sehr, sehr interessieren. Bruder, du hast zwei Autos. Maschallah, der Bruder, dem geht's gut. Der hat zwei Autos. Er hat einmal einen E93 und einmal hat er einen BMW E60. Hier und in dem wir gerade sitzen. Und jetzt eine Frage an dich, Bruder. Welches Auto ist besser? Ich sag definitiv, also E93 ist zeitlos mit dem Verdeck. Der hat ja kein Stoffverdeck, ne? Das heißt, kannst du sowohl im Winter auch im Sommer fahren, optimal. Aber ich muss sagen, E60 ist schon anders. Gefällt mir vom Motor her, vom Sound her, vom Fahren her, eigentlich besser als der E93. Ja. Guck mal, wir kriegen wieder dasselbe Problem, genau wieder an derselben Stelle wie bei meinem letzten Video. Mein Genick. Ich weiß nicht, Freunde, ist das bei euch auch so oder ist das so bei mir so? Wenn man als Beifahrer so sitzt und jemand gibt Gas, ey, man muss wirklich da richtig dagegen halten, Alter. Was für Fitnessstudio, Alter. Macht eure Training hier als Beifahrer, macht die schon Nacken, Schulter, alles macht die mit. Okay. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das ist ein Sound. Tschüss, Alter, wie laut. Legal ohne Eintragung, eintragungsfrei. Boah, Junge, das ist Lärmbelästigung pur, Alter. Boah, ich glaube, ich soll eine Assi-Runde mit dem machen. Guck mal, die Frau haltet sich die Ohren zu. Hast du gesehen? Guck mal. Ja, genau. Da, der hat Motor ausgemacht. Junge. Also ich finde, da ist mein Auto noch richtig leise. Richtig leise. Guck mal da. Das Wichtigste, was wir immer vergessen, ist immer diesen Arm raus. Ne? Früher habe ich das automatisch gemacht, aber ich glaube, man wird älter. Okay. Freunde, ich liebe einfach Autos mit einem fetten Sound, Alter. Es gibt nichts Besseres als ein Auto mit einem Sound. Geh mir weg mit Elektroauto. An Menschenmenge. Boah, heute guck mal die Turbo einfach, macht einen auf Dicken. Kannst du überfahren? Und hier, das liebe ich auch, wenn du hier so vorbeifährst mit deinem Auto, dann dieser Blick, weißt du, so du siehst, boah, geil, Alter. So, ich liebe sowas auch. Wenn du dann so denkst, so siehst du aus, dass du fährst, genau so. Ich guck nicht mal auf Zebrastreifen, weil ich weiß gleich, ist eh frei. Aber das ist so ein Moment, so mit dem Auto und mit dir, weißt du, ich meine. Das ist wie eine Frau, wenn die einen Spiegel sieht. Guckt auch direkt. Okay. Bruder! Oh nein, ist die Liebe! Freunde, im Porsche sitzt der
Sami von Alles oder Nix, der Bruder, der hat uns aber leider nicht erkannt. Wir versuchen den jetzt an der Ampel mal zu erwischen. Das ist Sami, Mann, den erwischst du doch nie, Mann. Er ist auf jeden Fall am Fliegen, den kriegen wir niemals. Wie viel PS hat der Porsche? Boah, das war ich weiß es nicht, da fragst du mich jetzt. Auf jeden Fall schöne Grüße, Bruder, wenn du das hier siehst. Wie geht's dir, Sami? Alles gut? Wie geht's dir? Alles gut? Auch gut. Schickes. Alles Besten. Ich wünsche dir das Beste, ne? Boah, Junge, was ein Sound, Junge. Boah, mit dem sollte ich mal ein Assi-Video machen, ja? Freunde, soll ich mit Sami ein Assi-Runde-Video drehen? Ja, das, boah, ich würde das so richtig feiern, ey. Ohne Spaß. Also Sami, ich liebe den Typen. Echt, super bodenständiger Typ. Ein super Mensch, ehrlich, musikalisch und menschlich. Sehr, sehr bodenständiger Mann. Liebe geht auf jeden Fall raus, wenn du das siehst, Bruder. Aber so eine Asi-Runde mit dem wäre auf jeden Fall richtig heftig, Mann. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich schwöre, Freunde, wir haben die Amjas gesehen, ne? Wir haben direkt, direkt andere Route genommen, direkt. Nein, Mama. Papa. Ach du Scheiße. Walla, da ziehen wir unsere Mutter mal ab. Walla, einmal meine Mutter getroffen, Alter. Walla, die will Gas geben. Die meinte, die hat Gas eingelegt. Wir machen Video. Wir machen Video an. Also ich gebe jetzt Gas, damit du Bescheid weißt. Wir sind vernünftig. Okay, Adi, bis gleich. Geil, Alter. Wie das aussieht, Alter. Ich feier das. Walla, drück, Bruder, den Kopf. Freunde, das war's mit dem Video. Ihr wisst, was zu tun ist. Daumen hoch, Daumen runter. Hauptsache, ihr reagiert auf meine Videos. Abonniert meinen YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Ganz wichtig. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts. Und wir sehen uns direkt wieder beim nächsten Video, Leute. Bleibt standhaft, bleibt stabil. Ich zähle auf euren Support. Und ganz viel Liebe an euch, Freunde. Bis dann. Ciao.